Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, das ist gar nicht so leicht, nach Klaus Ernst hier zu sprechen. Erstens kann er deutlich besser bayerisch als ich. Zweitens hat er so gut wie kein Thema ausgelassen. Ich habe aber noch ein paar eigene gefunden. Und wenn ich seine wiederhole, versuche ich es so anders zu sagen, dass ihr es nicht merkt. Mal sehen, ob es mir gelingt. Und dann muss ich auch sagen, das ist eine tolle Volksrockband. Also ich höre euch immer wieder gerne, das muss ich auch sagen. Und zwei Frauen ist immer ein Anfang. Ist noch nicht richtig quotiert, müssen wir auch noch lernen, aber immerhin. Drei, wo ist die dritte? Dann setz sie bitte nicht so in die Ecke. Ja. Also ich will, außerdem weiß ich, dass ich in Jacking bin. Und dann wollte ich zu bestimmten Leuten nur ganz kurz Bemerkung machen. Bei Guttenberg ist es so, ich trete in der Regel nie nach. Jetzt ist er zurückgetreten, das ist gut. Das war auch dringend notwendig und er hätte es früher tun müssen. Und wenn er wirklich seine Konsequenzen gezogen hat, dann kann er auch wieder neu starten. Aber ernsthaft zu glauben, dass man ohne Konsequenz das Ganze überstehen kann, und das war der Wunsch von Merkel und von Seehofer, das geht nicht, das ist nicht hinnehmbar gewesen. Und das hat die Demokratie tatsächlich ernsthaft beschädigt. Eine zweite Bemerkung will ich machen zu Dobrindt. Ich meine, der hat ja wirklich einen Knall, muss ich mal sagen. Wenn der erklärt, es ist besser mit Hartz IV in Bayern zu leben, als Mittelschicht in Berlin, also dann bitteschön, dann soll er doch mal als Hartz IV-Empfänger in Bayern ein Jahr leben. Und wenn er dann immer noch davon träumt, das zu bleiben und nicht zur Mittelschicht in Berlin zu gehören, dann wäre das wenigstens ein ehrlicher Akt. Ansonsten ist das eine Verhöhnung für die Betroffenen, die nicht hinnehmbar ist. Das will ich auch ganz klar sagen, die nicht hinnehmbar ist. Und dann habe ich ja den Verfassungsschutzbericht gehört aus Bayern. Mein Gott, ich habe so wenig Zeit. Aber okay, ich biete Ihnen an, ich unterrichte Sie 8 Stunden in der bayerischen Verfassung. Sie haben ja wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das kann dabei nicht bleiben, das ist nicht hinnehmbar. So ein Blödsinn habe ich selten gelesen. Das Grundgesetz verlangt, sich für mehr Demokratie und für Mitbestimmung einzusetzen. Wenn Sie nicht mal das verstanden haben und das nicht übersetzen können in die bayerische Verfassung, dann müssen Sie wirklich gründlich geschult oder aufgelöst werden. Aber kommen wir zur Bundespolitik, und wir erleben ja jetzt deutliche Auseinandersetzungen in Ägypten, in Tunesien, in Libyen, auch in Bahrain. Alle, die immer gesagt haben, arabische Völker wollen keine Demokratie, das ist offensichtlicher Blödsinn. Das Ganze ist natürlich durch die Anschläge vom September 2011 um 10 Jahre verschoben worden, darf man sich nichts vormachen. Das hat sozusagen zu einem bestimmten Stillstand geführt, aber jetzt gehen dort Bewegungen los. Und nun höre ich von der Regierung jeden Tag Erklärungen gegen Gaddafi, den Diktator, wo sie müssten mal erwähnen, dass Deutschland mit ihrer Genehmigung an Libyen Waffen für 52 Millionen Euro verkauft hat. Übrigens an Ägypten haben wir Waffen für 77 Millionen Euro verkauft. Und wir waren die einzige Partei, die immer gesagt hat, verbietet endlich Rüstungsexporte. Weil wenn man Rüstungsexporte erlaubt, weiß man nie, wann und gegen wen die Waffen eingesetzt werden. Und wenn Gaddafi jetzt seine Waffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzt, sind das auch unsere Waffen. Das ist der eigentliche Skandal. Damit muss sich die Bundesregierung auseinandersetzen. Seit der Bombardierung Belgrads beteiligt sich Deutschland erstmalig in Belgrad nach 1945 wieder an völkerrechtswidrigen Kriegen. Und es bleibt ein ungeheurer Makel, dass der erste völkerrechtswidrige Krieg Deutschlands nach 1945 befohlen worden ist von SPD und Grünen. Das werden Sie nicht los. Und mittels Krieg löst man nie Probleme, man schafft nur neue Probleme. Und Afghanistan beweist das ganz deutlich. Und glücklicherweise gibt es eine Fraktion im Bundestag, die immer gegen den Afghanistan-Krieg war und gesagt hat, damit kann man niemals wirksam Terrorismus bekämpfen. Im Gegenteil, man erzeugt nur mehr Terrorismus. Ich weiß noch, wie der Fraktionsvorsitzende der SPD erklärte, dass wir am Hindukusch auch die Freiheit Deutschlands verteidigen. Jetzt müsst ihr euch das mal ansehen. Ja, ich weiß, dass er Struck hieß. Ich muss doch nicht euch immer den Namen sagen.
Jetzt müsst ihr euch mal ansehen, wie das aussieht. Heute im Bundestag stehen lauter bewaffnete Polizisten rumrum. Und zwar weshalb? Weil wir jetzt zur Adresse von Terrorismus geworden sind. Das ist die Freiheit, die wir dort erreicht haben. Und was haben wir für die Afghaninnen und Afghanen erreicht? Wird mir immer gesagt, das ist so wichtig, dass wir zu deren Schutz da sind. Ich nenne Ihnen nur die UNO-Zahlen. Also die Armut ist angewachsen von 33% auf 42%. Die Unterernährung betrifft nicht mehr 30% der Bevölkerung, sondern 39% der Bevölkerung. Immer von Beginn des Krieges bis heute. Der Rückgang des Zugangs zu sanitären Einrichtungen ist von 12% auf 5,2% zu verzeichnen. Das heißt, nur noch 5,2% der Bevölkerung hat Zugang zu Wasser, zu Toilette etc. Nur damit wir uns darüber im Klaren sind, was das bedeutet. Der Anstieg der Zahl der Menschen, die in Slums leben, ist zu verzeichnen von 2,4 auf 4,5 Millionen. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt nicht mehr 26, sondern 27%. Und die Mondfelder zum Rauschgiftanbau für die Warlords, das sind nicht mehr 131.000, sondern 193.000 Hektar. So sieht's aus. Und dann sagen Sie, Sie müssen da bleiben, um der Bevölkerung zu helfen. Ja, was denn? Was wollen wir zahlen? Wollen wir da über 100% haben oder was? Also ich kann nur sagen, das ist völlig indiskutabel. Der Krieg muss unverzüglich beendet werden. Und wir haben einen Plan vorgelegt, wo Ende Mai keine bewaffnete Einheit mehr da wäre und der letzte Soldat spätestens am 30. September 2011 das Land verließe. Das würde Afghanistan helfen und nicht der Krieg. Es gibt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie, die besagt, dass der Krieg bis Ende 2010 Deutschland insgesamt 25 Milliarden Euro gekostet hat. Und jetzt stellen Sie sich doch mal vor, wir hätten nur die Hälfte des Geldes in den zivilen Aufbau des Landes gesteckt, wie anders Afghanistan heute aussehe. Krieg führt nicht zur sozialen Wohlfahrt, ganz im Gegenteil. Deshalb wird das niemals unser politisches Mittel bleiben werden. Und deshalb werden wir uns ganz entschieden gegen die anderen Fraktionen stellen, die immer wieder glauben, mit Krieg die Probleme lösen zu können. Das gilt übrigens auch für Libyen und für andere Länder. Man muss einfach mal den Mut haben, eine andere Außenpolitik zu machen. Und zwar regelmäßig und immer die demokratischen Kräfte in einem Land zu unterstützen und nicht aus zwielichtigen Gründen meinen, mit dem Diktator müsse man eng zusammenarbeiten und mit jenem Diktator müsse man eng zusammenarbeiten. Dem muss man Waffen verkaufen, jenem muss man Waffen verkaufen und hinterher kriegen wir die Rechnung auf eine solche Art und Weise geliefert und dann meinen Sie, das sei wieder ein Grund für Sie, Krieg zu führen. Mein Gott, seit Tausenden von Jahren ist die Menschheit so gestrickt, dass sie immer glaubt, mit Waffen das alles durchsetzen zu können. Ich bin froh, dass es eine politische Kraft in Deutschland gibt, die das anders sieht und die dafür auch anders streitet. Klaus Ernst hat zur Frage des Wachstums ja umfassend Stellung genommen. Also 3,6% waren das im Jahre 2010, aber die Reallöhne sind im Jahre 2010 um 0,1% gestiegen. Um 0,1%, also gar nicht. Aber das Geldvermögen ist um 4,7% gestiegen. Das heißt um 220 Milliarden Euro. Das Geldvermögen in Deutschland beträgt jetzt 4,9 Billionen Euro. Das ist so unvorstellbar, versuchen Sie sich gar nicht vorzustellen. Das Problem ist nur, 1% der Bevölkerung besitzt ein Viertel des Geldvermögens. 1% der Bevölkerung besitzt ein Viertel des Geldvermögens. Oder 10% der Bevölkerung besitzen 60% des Geldvermögens. Und 2/3 besitzen kein Geldvermögen. Und da muss es eine Partei geben, die für Umverteilung steht. Wenn die Union sagt, sie ist eine Partei des Eigentums, dann sagt sie, sie will, dass der Milliardär Milliardär bleibt und dem Bettler weiter in die Krücke gehört. Ich möchte, dass es dem Bettler besser geht. Und das geht nur, indem der Milliardär etwas abgibt. Im Übrigen, sage ich das hier auch nochmal, unsere Milliardäre sind ja alles Verfassungspatrioten. Ja. Und die wissen, dass im Artikel 14 des Grundgesetzes drinsteht, dass das Eigentum zugleich dem Allgemeinwohl dienen soll.
Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Milliarde. Sie können ja nachts nicht schlafen, weil Sie gar nicht wissen, wie Sie das so machen, dass Ihr Eigentum zugleich dem Allgemeinwohl dient. Damit muss man sich ja Tag und Nacht beschäftigen. Und da kommt die Linke solidarisch dem Milliardär entgegen und sagt, wir machen eben eine Millionärssteuer, nehmen dir gleich was weg, geben das gleich dem Allgemeinwohl, du fühlst dich besser und wir uns vor allem auch. Und das, finde ich, ist doch eine sinnvolle Herangehensweise. Ich will noch ein paar internationale Zahlen dazu nennen. Klaus Ernst hat ja gesagt, die Reallöhne sanken in Deutschland laut ILO, also der Internationalen Arbeitsorganisation der UNO, in den vergangenen 10 Jahren um 4,5%. Das heißt, im Schnitt hat eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer in Deutschland im Vergleich zu vor 10 Jahren 100 Euro weniger. 100 Euro weniger im Schnitt. Und das Interessante ist, wie das in anderen Ländern sich entwickelt hat. In Spanien stiegen die Reallöhne um 7,5%, in Frankreich um 8,6%, in Großbritannien um 14%, in Finnland um 22%, in Norwegen um 25%. Nur in Deutschland sind die Reallöhne gesunken. Und dahinter steckte wie immer der Traum aller Bundesregierungen von Adenauer bis Merkel. Auch kein Unterschied bei den sozialdemokratischen Regierungen, in erster Linie Deutschland als Exportmacht zu stärken. Und um den Export zu fördern, sagen sie sich, muss alles billig sein. Deshalb Löhne senken, Renten senken etc. etc. Was sie vollständig vernachlässigen, nur wir nicht, ist die Binnenwirtschaft. Deshalb sage ich, bitte erzählen Sie allen kleineren und mittleren Unternehmerinnen und Unternehmern in Bayern, es gibt nur eine Mittelstandspartei, die den Mittelstand der Binnenwirtschaft meint, das ist die Linke. Das ist die Linke. Und ich werde Ihnen auch begründen, warum. Weil wir die Einzigen sind, die mehr soziale Gerechtigkeit wollen. Das heißt höhere Löhne, höhere Transferleistungen, höhere Renten. Und diese Unternehmen sind auf die Kaufkraft der Bevölkerung angewiesen. So eine Gaststätte kannst du nicht führen, wenn keiner mehr Geld hat, das Essen und die Getränke zu bezahlen. Das ist das Problem. Und deshalb fördern wir erstens die soziale Gerechtigkeit und zweitens die Binnenwirtschaft und die anderen nur den Export. Aber wenn man nur auf den Export setzt, ist man eben abhängig von anderen Ländern. Und wenn dann Griechenland und so weiter zusammenbricht, dann bricht auch der Export zusammen. Das ist viel zu... Es gibt zwei Länder, die in erster Linie auf den Export setzen. Das ist Deutschland und China. Schon eine ganz merkwürdige Übereinstimmung. Und wir haben da einen anderen Ansatz. So, und dann sage ich noch was, weil ich ja gesagt habe, 4,5% sind die Reallöhne gesunken. In derselben Zeit sind die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen um 60% gestiegen. Deshalb wird die Schere immer größer. Deshalb haben immer mehr Menschen das Gefühl, das geht hier nicht gerecht zu. Und Sie merken doch auch, wenn Sie heute einen Antrag stellen, hier die Toilette zu reparieren in der Schule, kommt als Argument von der Stadt kein Geld. Und wenn ein Theater seinen neuen Haushaltsplan macht, wird dem Theater mitgeteilt, 10% weniger. Sie wissen gar nicht, wie Sie es machen. Wenn wir eine ökologische Umgestaltung benötigen, wird gesagt, kein Geld. Oder Sie machen so einen Mist wie beim Sprit. Vorsätzlich natürlich, vorsätzlich, um daran zu verdienen. Ist doch ganz klar. Also all das erleben wir. Und dann sagen die Leute, aber wenn die Banken in eine Krise geraten, brauchen die eine Woche, um 480 Milliarden Euro bereitzustellen. Bei der Euro-Krise brauchen die weniger als eine Woche, um weit über 100 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Daher kommt ein rebellischer Zeitgeist, dass die Leute sagen, hier stimmt irgendetwas nicht. Für das Kind ist kein Geld da, für die Schule ist kaum Geld da, Kindertagesstätten, davon kann man zum Teil träumen, aber für Kriege, ob in Afghanistan oder wo auch immer, ist immer Geld da, zur Bankenrettung ist immer Geld da und dann behaupten sie noch, die Bankenrettung sei edel und in ihrem Interesse gewesen. Dazu werde ich gleich noch was erklären. In derselben Zeit, in der die Geldvermögen so zugenommen hat, hat aber die prekäre Beschäftigung zugenommen, über die Klaus gesprochen hat. Das sind heute 22% aller Beschäftigten. 22% hat es übrigens noch vor 15 Jahren niemals gegeben. Niemals. Das war eine Ausnahme damals. Heute sind 22% aller Beschäftigten prekär Beschäftigte und deshalb natürlich auch die Reallohnsenkung. Die hängt ja damit zusammen. Also das ist Teilzeit, Leiharbeit, Minijobs, Aufstockerinnen und Aufstocker. Und da finde ich übrigens auch, und übrigens die Vollzeitarbeitsplätze haben abgenommen. Jetzt sagt die Bundesregierung ja immer stolz, also die Arbeitslosigkeit nimmt ab, deshalb sei sie erfolgreich. Ich meine, das ist auch ein Schwindel.
Weil Sie müssen wissen, in den letzten 10 Jahren haben wir 1,4 Millionen Vollzeitarbeitsplätze verloren. Aber die Teilzeitarbeitsplätze stiegen um 1,6 Millionen, sind jetzt 8,7 Millionen. Die Niedriglohnbeschäftigten nahmen von 5 Millionen auf 6,6 Millionen zu. Minijobs wuchsen von 5,5 Millionen auf 7 Millionen. Die Leiharbeit von 320.000 Arbeitsplätze auf 921.000, also fast 1 Million. Aufstockerinnen und Aufstocker haben selbst jetzt in der Krise noch mal um 100.000 zugenommen. Wir sind jetzt bei 1,4 Millionen. Und wir subventionieren sie jährlich mit 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden Euro zahlt der Staat, das heißt, zahlen Sie mit Ihren Steuern an die Aufstockerinnen und Aufstocker. Ja, sage ich ja gerade. Zuhören wenigstens. So, und dann haben wir noch 6,5 Millionen Hartz-IV-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieher. Das ist die soziale Struktur Deutschlands geworden. Völlig indiskutabel. Und jetzt muss ich etwas dazu erzählen. Nein, erst gebe ich noch die Zahlen der Bertelsmann-Studie bekannt. Die sind auch spannend. Bertelsmann ist vieles, aber nicht links. Und die haben eine Studie gemacht zur Frage der sozialen Gerechtigkeit in 31 besseren, sage ich mal, industrialisierteren OECD-Ländern. 31. Und da liegt Deutschland bei der Armutsvermeidung auf Platz 14. Bei der Bekämpfung von Kinderarmut auf Platz 14. Das heißt, 13 Staaten sind immer deutlich besser. Bei den Einkommensunterschieden liegen wir auf Platz 15. Bei den Ausgaben für frühkindliche Bildung auf Platz 16. Beim Zugang zur Bildung auf Platz 22. Man muss wissen, dass du heute als Arbeitnehmerkind in den USA leichter studieren kannst als in Deutschland. Das war mal umgekehrt. Das war mal umgekehrt. Und bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit von 31 Ländern liegen wir auf Platz 30. Nur die Slowakei ist noch schlechter. Ja. Und jetzt kommt das eigentliche Problem an der Struktur unserer Gesellschaft, weshalb die Linke so wichtig ist. Immer wenn es einen neuen gesellschaftlichen Prozess gibt, also zum Beispiel, dass die Arbeitnehmer anfangen, alleine die Krankenversicherung zu bezahlen, die Arbeitgeber entlassen werden, die berühmten 0,9%. Das ist ein Türöffner, das hat es vorher nicht gegeben. Das trauen sich CDU und FDP auch nicht. Die machen nie den Türöffner. Dasselbe war bei Hartz IV. Dasselbe war selbst bei dem Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer. Der Kohl hat immer davon geträumt, den von 53% auf 50% zu senken. Und als er abging als Kanzler, betrug er immer noch 53%. Weil er den Widerstand der SPD, der Gewerkschaften, der evangelischen, zum Teil auch der katholischen Kirche etc. befürchtete und meinte, das kriegt er nicht gebacken. Und das ist das Üble an der SPD und an den Grünen. Dann kommen sie an die Regierung und machen alle diese Türen auf. Natürlich machen sie dann da noch eine soziale Schranke und da noch eine soziale Schranke und sagen dann zu mir, wir haben doch die Tür nicht so aufgemacht, sondern nur so aufgemacht. Das Problem ist, wenn sie einmal geöffnet ist, dann kommen anschließend Union und FDP und machen sie ganz auf. Aber sie öffnen sie nicht. Das ist die Funktion der SPD. Damit ist sie entsozialdemokratisiert worden. Sie hat nicht die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Armen, der Rentnerinnen und Rentner vertreten, sondern sie hat die Interessen einer ganz bestimmten Konzernschicht vertreten. Das ist indiskutabel, was unter Schröder und Fischer diesbezüglich laufen ist. Und ich will zur Eurokrise nicht viel sagen, außer einem Beispiel. Wir haben eine Europäische Zentralbank. Muss man sich immer so auf der Zunge zergehen lassen. Die Europäische Zentralbank darf laut Vertrag an Banken Kredite geben, aber nicht an Staaten. Auch keine Ausnahme machen sie. Jetzt wissen Sie, in welche schwere Krise Griechenland geraten ist. Übrigens durch private Ratingagenturen, die dann einfach sagen, das Land ist pleite und dann fällst du da hinten runter. Also, aber das lasse ich mal alles weg. Es geht eine einzige Sache. Jetzt geht die Deutsche Bank zur Europäischen Zentralbank und holt sich dort 1 Milliarde. Und da muss sie sich verpflichten, 1 Prozentpunkt Zinsen zu bezahlen. 1 Prozentpunkt. Dann geht die Deutsche Bank zur griechischen Regierung und sagt, ihr braucht doch 1 Milliarde. Ja, sagen die. Sagen die, kriegt dafür 11 Prozentpunkte. Dann verdienen die mit einer einzigen Überweisung 10 Prozentpunkte. So läuft das täglich. Und was macht Merkel dagegen?
Was macht Sarkozy dagegen? Na, von Berlusconi will ich erst gar nicht reden. Der hat anderes zu tun. Ja. Also ich will bloß sagen, es ist doch verheerend. Das wird einfach hingenommen. Das ganze Problem besteht darin, dass Island einer Bank gehörte. Deshalb hatte die Regierung keine Chance mehr. Diese Bank hatte das Mehrfache des Bruttoinlandsprodukts des Landes. Und genau eine solche Entwicklung hatten wir in Irland. Die Banken waren dort so mächtig, sie hatten so viel Geld, dass der Staat gar nicht mehr mithalten konnte. Nicht die Politik entscheidet, was die Banken machen, sondern die Banken entscheiden, was die Politik machen. Und das, lieber Verfassungsschutz in Bayern, gefährdet die Demokratie. Und zwar aus folgendem Grund: Wählen dürfen wir nur in der Politik. Herrn Ackermann dürfen wir nicht bestellen. Wenn aber Herr Ackermann entscheidet, was Frau Merkel zu tun hat, und nicht mal mehr Frau Merkel entscheiden darf, was Herr Ackermann zu tun hat, dann ist das Grundgesetz schwerwiegend verletzt. Und genau das duldet die Linke nicht. Jetzt kommt Frau Merkel und auch andere und schlagen Griechenland, Irland, Spanien, Portugal eine Politik vor. Da gibt es vielleicht bei uns welche, die sagen, das wäre irgendwie richtig. Also sie sagen, Löhne runter, Renten runter, Investitionen zurückfahren. Das ist die Politik von Versailles. Denn nach dem Ersten Weltkrieg haben die sogenannten Siegermächte Deutschland ganz enge Bedingungen diktiert. Die sahen alle so aus. Und die Folge davon war, dass die NSDAP unter anderem, es gab auch andere Gründe, aber es war einer der Gründe, die NSDAP einen solchen unerträglichen Aufstieg erlebt hat. Wenn wir jetzt eine solche Politik gegenüber Griechenland, Irland, Spanien und Portugal betreiben, kann keiner von uns die Folgen einschätzen. Keiner weiß, ob dort nicht ein unerträglicher Nationalismus oder was auch immer entsteht. Das Ganze muss gar keine fortschrittliche Richtung nehmen. Das ist der völlig falsche Weg, den Sie vorschlagen. Und interessant ist, wir, die Europakritiker, sind jetzt zu den Einzigen geworden, die den Euro retten und die die EU retten, indem wir sagen, das ist der falsche Weg. Wir brauchen Eurobonds und andere Dinge mehr, auf die ich jetzt hier im Einzelnen nicht eingehen kann. Und Sie waren eben nicht bereit, die Regulierung der Finanzmärkte vorzunehmen. Aber wenn wir die Finanzmärkte nicht regulieren, dann regieren sie uns. So sieht das heute aus. Und ich sage bloß mal, wenn wir nur die Bankenabgabe der USA eingeführt hätten, würden wir jährlich von den Banken 9 Milliarden bekommen. So bekommen wir nur 1 Milliarde. Aber 1 Milliarde. Und jetzt müssen Sie aber Folgendes wissen. Diese 1 Milliarde wird nicht zum Abbau der Staatsverschuldung genommen. Die wird in einen Fonds eingezahlt. Und wissen Sie, was der Sinn des Fonds ist? Wird auch gar nicht bestritten. Wird offiziell so gesagt, für den Fall der nächsten Krise Geld zu haben. Damit wir dann nicht wieder so viel Geld zur Verfügung stellen müssen. Ja, Moment. Das heißt ja, die Regierung sagt, wir wissen, wir haben nichts getan zur Regulierung der Finanzmärkte. Weil wir das wissen, wissen wir auch, dass die nächste Krise kommt. Und deshalb müssen wir ein bisschen Geld ansparen, damit es beim nächsten Mal leichter wird. Das Absurde ist nur, die haben 480 Milliarden Euro bereitgestellt. Wenn sie 1 Milliarde pro Jahr kriegen, können Sie sich vorstellen, wie langfristig die Politik machen. Alle haben plötzlich von der Finanztransaktionssteuer gesprochen. Eine Steuer übrigens, für die ja eine spannende außerparlamentarische Bewegung entstanden ist, darf man ja auch nicht vergessen, hat ja alles damit zu tun, und aber auch Frau Merkel und so weiter, aber sie kommt nicht, sie kommt weder in einem Land, noch kommt sie europaweit oder gar weltweit etc. Wenn wir eine Finanztransaktionssteuer in Deutschland hätten, hätten wir jährlich eine Mehreinnahme von 27 Milliarden Euro. Und dann muss ich was sagen, das muss ich Ihnen versuchen zu erklären. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Sie sind ja jetzt Eigentümer der Hypo Real Estate. Ja, wir sind alle Eigentümer. Sie auch? Sie auch. Alle Eigentümer. Und zwar, weil eine Regierung unter Union und SPD die Hypo Real Estate als Bank verstaatlicht hat. Also, die hat sie verstaatlicht, weil die so hoch verschuldet war, dass sie nicht weiter existieren konnte. Das heißt, wir sind jetzt Eigentümer dieser Schulden, damit das auch klar ist. Jetzt habe ich damals gesagt,
Das geht überhaupt gar nicht. Wenn, dann brauchen wir das schwedische Modell. Das schwedische. Und das schwedische Modell in einer solchen Krise war zu sagen, dann übernehmen wir alle großen Privatbanken. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, dass sie gesagt haben, wir können ja nicht nur die Schulden übernehmen, sondern wollen wir auch die Einnahmen haben. Und dann dürfen sich Konservative und Linke unterscheiden. Das ist eine zwingende Logik. Und dann können die Konservativen sagen, und wenn wir alles zurückhaben, privatisieren wir die Banken wieder, den Satz würden wir auslassen. Aber von meinetwegen kann ja ein Konservativer so herangehen. Aber was gar nicht geht, ist zu sagen, wir übernehmen die Hypo Real Estate und ansonsten nichts. Denn zum Beispiel schuldet die Hypo Real Estate der Deutschen Bank 20 Milliarden Euro. Die haben sie jetzt alle zurückgezahlt. Weil Ihnen ja die Hypo Real Estate gehört, mir auch. Da. Also ich habe auch mitgezahlt. Wir haben das alle zusammen zurückgezahlt an die Deutsche Bank. Und deshalb kann die Deutsche Bank Riesendividenden verteilen und Boni an alle Eckermanner auszahlen, weil sie so viel Geld von uns bekommen hat. Verstehen Sie, das geht nicht. Das ist dieses Altomoden, die Schulden werden sozialisiert und die Einnahmen bleiben privat und werden weiterhin privatisiert. Und genau das können wir uns nicht leisten, weil wir dann so abhängig werden von der Deutschen Bank, dass es eine selbstständige Politik gar nicht mehr gibt. Symbolisch kommt es darin zum Ausdruck, dass die Merkel ein Essen gibt für Ackermann und sagt, er soll entscheiden, welche weiteren 18 Gäste kommen. Ich meine, das bezahlen wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ich bin da nicht kleinkariert, die soll den von meinetwegen mal zum Essen einladen. Aber wenn ich 18 bin, ich Kanzler bin, entscheide ich doch, wenn ich noch dazu einlade. Dann würde ich mir überlegen, über wen er sich besonders ärgert und so weiter. Also die Idee, also es ist mir also völlig schleierhaft, muss ich sagen. Ja. Aber verstehen Sie, das war in großer Koalition. Das war nicht ohne SPD. Sondern Union und SPD haben zusammen entschieden, wir geben den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in Deutschland die Hypo Real Estate, damit sie das alle finanzieren und lassen die Gewinne bei der Deutschen Bank und bei den anderen. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich nicht länger hinnehmbar. Wir haben gesagt, wir fordern ein Verbot von Spekulationen, von Leerverkäufen, von Hedgefonds, von Private Equity Fonds, von Zweckgesellschaften. Ich will nicht über alles sprechen, nenne nur mal die Zweckgesellschaft. Also, wenn Sie jetzt im Vorstand einer großen privaten Bank säßen, müssen Sie sich mal vorstellen, edler Anzug, sitzen da am Schreibtisch und dann überlegen Sie sich, wie Sie krumme Geschäfte machen. Ist ja klar, ist ja Ihr Job. Dann fällt Ihnen auf, dass Ihre Bank der Bankenaufsicht unterstellt ist. Blöde. Das kann rauskommen, das kann rauskommen. Dann kommt so ein Schlauer auf die Idee und sagt, dann gründen wir doch einfach eine Zweckgesellschaft. Die untersteht ja nicht der Bankenaufsicht und da können wir dann alle krummen Geschäfte machen. Jetzt kann der Gesetzgeber, hat er Möglichkeiten, dreifach zu reagieren. Er kann sagen, er verbietet Zweckgesellschaften. Die mildere Methode ist zu sagen, ja, das geht überhaupt gar nicht, wir unterstellen die Zweckgesellschaften derselben Kontrolle wie die Banken. Denn die Zweckgesellschaften sind ja von den Banken gegründet worden. Und die dritte Variante ist zu sagen, wir machen nichts dagegen. Das ist die Entscheidung der Mehrheit des Bundestages, das ist die Entscheidung der Bundesregierung. Und deshalb wird über die Zweckgesellschaften so viel absichtlicher Unfug betrieben. Und jetzt haben die Spekulationen ja nicht abgenommen nach der Finanzkrise. Die Spekulationen haben ja zugenommen. Wir haben jetzt weltweit Preissteigerungen für Lebensmittel um 25%. Das bedeutet ein Elend, ein Hunger, das man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Was glauben Sie, was das in der dritten Welt bedeutet? Und die einzigen Gedanken, die die Bundesregierung hat, ist, wie sie Mauern hochzieht, damit niemand kommt. Das hilft uns nicht weiter. Das ist ganz kurz und ganz falsch gedacht. Wir müssen die Ursachen der Flucht beseitigen. Dazu brauchen wir eine völlig andere Politik im Verhältnis zu den sogenannten Ländern der dritten Welt. Oder die sogenannte dritte Welt, meinte ich. Ganz anders. Die Festung Europa bringt uns hier überhaupt nicht weiter. Und um das auch noch zu sagen, in der Finanzkrise dachte man ja, nun nimmt alles ein bisschen ab. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wie das Geldvermögen zugenommen hat. Aber interessant ist auch, die Zahl der Vermögensmillionärinnen und Vermögensmillionäre in Deutschland hat ja in der Krise nicht abgenommen, sondern es sind 51.000 hinzugekommen.
klau mir doch nicht immer meine Worte schon vorher. Wer hat dir denn überhaupt hier meine Zettel gegeben? Also, ich will ja bloß sagen, 51.000 sind hinzugekommen. Wir haben jetzt in Deutschland 861.000 Vermögensmillionärinnen und Vermögensmillionäre. 861.000. Und wir, um das mal klar zu sagen, weil wir ja so wahnsinnig radikal sind mit unserer Millionärssteuer, wir verlangen ja, wie es Klaus gesagt hat, nur 5% von dem, was jemand mehr als eine Million besitzt. Also wenn er 1.100.000 Euro besitzt, muss er für 100.000 Euro 5% bezahlen. Mein Gott, da machen die ein Theater drum, als ob die Welt zugrunde ginge. Diese Vermögensmillionäre müssen uns ja noch gar nicht fürchten, wenn sie nicht mehr haben als eine Million. Also ich kann nur sagen, das ist dringend erforderlich, dass wir hier mehr Gerechtigkeit herstellen. Wir haben jetzt eine Politik, die ist zur reinen Lobbyistenpolitik geworden. Ich muss allerdings hinzufügen, es klingt jetzt doof, aber es tut mir leid, das gab es im Bundesministerium unter Kohl so nicht. Das ist von Schröder eingeführt worden. Und seitdem geht es nicht mehr weg. Schröder hat im Bundesfinanzministerium den Staatssekretär eingestellt, der vor einem Konzern kam und alle Reformen so durchgeführt hat, wie er sie haben wollte. Nenn mal ein Beispiel. Und zwar einmal nicht übersetzt und einmal übersetzt. Nicht übersetzt versteht man das nicht. Das ist übrigens eine wichtige Aufgabe von Politik, zu übersetzen. Also nicht übersetzt ist es so, dass es eine Veräußerungserlösgewinnsteuer gab. Das heißt, die gibt es immer noch. Und die mussten zunächst Kapitalgesellschaften in voller Höhe bezahlen und Inhaberunternehmen nur zum halben Satz. Und das wurde geändert und die Kapitalgesellschaften wurden befreit und Inhaberunternehmen mussten dann das Doppelte bezahlen. So, wenn ich das so sage, kann natürlich keiner was mit anfangen. Dann stellte ich mich hin in den Bundestag. Oder ja, manche schon, klar. Aber viele nicht, weil sie sich ja nicht täglich damit beschäftigen, was ich ja auch verstehe. Dann stellte ich mich in den Bundestag hin und sagte, also nochmal langsam, so dass ich es auch verstehe, sage ich. Wenn ich das richtig verstehe, war es unter Kohl so, dass wenn die Deutsche Bank was verkaufte und dafür einen Kaufpreis bekam, musste sie eine Vollersteuer bezahlen. Und wenn der Bäckermeister was verkaufte und dafür einen Kaufpreis bekam, musste er einen halben Steuersatz bezahlen. Und jetzt erleben wir heute eine sozial-ökologische Reform, war ja noch unter Schröder. Und das bedeutet, dass jetzt die Deutsche Bank gar nicht mehr zu bezahlen muss und der Bäckermeister das Doppelte. Und wissen Sie, was dann passierte? Dann rannten 20 SPD-Abgeordnete nach vorne zu Struck und fragten, ob das stimmt. Ja. Und das haben sie dann beschlossen. Und das war natürlich wieder auf Initiative dieses Staatssekretärs. Weil der für die Konzerne und die Banken diese Regelung haben wollte. Und der Bäckermeister wird ja nicht gefragt. Lobbyistenpolitik ist eine Politik, bei der immer nur die wirtschaftlich Mächtigen das Sagen haben. Es unterhält sich niemand mit einer Vertretung von Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern zu der Frage, ob sie gerne auf Elterngeld verzichten wollen. Das fragt die keiner. Aber die anderen werden gefragt. Und das wirkt sich ja auch aus. Und jetzt nenne ich immer die Spenden an die Parteien, überwiegend alle von Unternehmen, im Jahre 2009. Also die Union, CDU und CSU bekamen zusammen 19 Millionen Euro. Die FDP bekam 5,8 Millionen Euro. Die SPD bekam 4,2 Millionen Euro. Die Grünen bekamen 1 Million Euro und wir 177.000. Das finde ich nur allerdings auch ein bisschen wenig, wenn ich das hier mal deutlich sagen darf. Ja? Aber ja, da werden doch Parteien auch abhängig. Deshalb ist es doch richtig, wenn wir sagen, wir müssen die Spenden von Unternehmen an Parteien verbieten, damit keine Abhängigkeiten organisiert werden. Dann lasse ich lieber den Steuerzahler etwas mehr bezahlen. Das ist viel gerechter, als wenn Unternehmen sich anfangen, Parteien zu kaufen. Die Allianzversicherung zahlt jedes Jahr an die CDU 60.000 Euro, an die CSU 60.000 Euro, an die SPD 60.000 Euro, an die FDP 60.000 Euro und an die Grünen 60.000 Euro. Nur an uns nicht. Und ich bin froh, dass es noch eine nicht allianzgesponserte Partei im Deutschen Bundestag gibt. Die Stromkonzerne haben die Verlängerung der Kernenergielaufzeiten durchgesetzt.
Das bringt Ihnen einen Gewinn von etwa mindestens 100 Milliarden Euro zusätzlich. Das war ein völliger Wahnsinn, was die Bundesregierung gemacht hat. Ein so komplizierter Kompromiss, den ich ja immer als nicht ausreichend bezeichnet habe, aber nun hatten wir ihn wenigstens, aufzukündigen, provoziert einen gesellschaftspolitischen Konflikt, der gar nicht beherrschbar ist. Und das nur aus Gewinngründen für die Konzerne. Es gibt kein anderes Motiv dafür. Denn weder die Frage der Lagerung des Mülls, nichts ist gelöst. Nichts. Und dann wollte die Regierung aber von den Konzernen, doch haben sie gesagt, also sie wollen auch von den 100 Milliarden was haben und wollten gerne eine Abgabe haben von 2,3 Milliarden. Dann haben die Konzerne gesagt, nein, das ist ihnen zu viel. Na gut, hat die Regierung gesagt, dann 1,5 Milliarden. Dann haben sie sich darauf verständigt, nun sagen die Konzerne, ach, eigentlich könnten sie dagegen auch noch klagen. Also ich meine, die haben schon was Dreistes. Die Pharmaindustrie und die privaten Krankenversicherungen haben die Gesundheitsreform bestimmt. Der Leiter der Grundsatzabteilung des Ministeriums von Herrn Rösler ist ein Vertreter der privaten Krankenversicherung. Den hat er da extra reingeholt. Die Verbraucherschutzministerin Aigner bestellt inmitten des Dioxin-Futtermittelskandals einen neuen parlamentarischen Staatssekretär, nämlich Herrn Peter Bläser. Der ist unter anderem Chef des Aufsichtsrates der Raiffeisenwarenzentrale Rhein-Main, einem Futtermittelproduzenten. Norbert Röttgen bestellte Gerald Hennenhöfer zum Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit, der bis 2004 als Generalbevollmächtigter der RWE arbeitete. Es ist doch überhaupt nicht zu fassen, das Ganze. Naja, ich sag mal, Jens Weidmann aus dem Nebenzimmer der Kanzlerin wurde Bundesbankpräsident, aber da kann man sich täuschen. Solche Leute können hinterher manchmal auch unabhängig werden. Also ich will es mal hoffen und klopfe, wie meine Oma gesagt hat, dreimal auf Holz. So, Peter Ramsauer beschäftigt Klaus-Dieter Scheuerle als Staatssekretär im Verkehrsministerium. Scheuerle, früher Manager der Schweizer Bank Credit Suisse und Lobbyist für die Bahnprivatisierung. Das heißt, der Bundestag ist für bestimmte Entscheidungen gar nicht mehr zuständig. Das wird vorher mit den Lobbyisten alles ausgehandelt. Und dann kommt natürlich die Bundesregierung und erpresst ja die eigenen Fraktionen, also indirekt, vielleicht ist ja nicht schwer, und sagen, wenn ihr das ändert, dann stimmen unsere ganzen Vereinbarungen mit den Energiekonzernen nicht mehr. Und damit kannst du ja nichts mehr ändern, wenn du nur die kleine Abgabe von 1,5 Milliarden haben willst und so weiter. So läuft das dort ab. Und dann wird das durchgewunken. Und es ist schon etwas gesagt worden zu Hartz IV. Und wir halten ja diese Hartz IV-Sätze für grundgesetzwidrig. Das hat verschiedene Gründe. Und es ist auch... Aber ich will mal nur einen anderen Punkt deutlich machen. Nur um mal zu zeigen, wie Politik in Berlin gegenwärtig organisiert wird. Also die SPD hatte sich vor den Wahlen auf die Fahnen geschrieben, das nicht so zu akzeptieren und hat deshalb im Bundesrat mit Nein gestimmt, der Bundestag hat mit Ja gestimmt und dann wird der Vermittlungsausschuss einberufen. In dem Vermittlungsausschuss sind wir selbstverständlich auch drin, weil wir erstens in zwei Landesregierungen sitzen und außerdem ja eine Fraktion im Bundestag haben. So. Daraufhin entschied sich der Vermittlungsausschuss, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die das Ganze vorbereiten soll. Und sie waren sich alle einig, ohne die Linke. Aber da ist es nicht so, dass Union und FDP das gegen den Willen von SPD und Grünen durchsetzt, sondern auch die SPD und auch die Grünen stimmen dafür, dass wir da rausfliegen. Das andere sind ja alles Hartz-IV-Parteien und wir sehen das anders. Aber es ist nicht so, dass sie unsere andere Sicht nicht aushalten. Das halten sie schon aus, dann quackeln wir da eben unser Zeug und so. Das ist nicht ihr Problem. Ihr Problem ist, dass wir von ihren Nebendeals erfahren. Da erfährst du dann, dass eine Bedingung ist, dass irgendein Ministerpräsident Verfassungsrichter wird. Da, also lauter Sachen, die so gar nichts damit zu tun haben, die da alle mit ausgehandelt werden. Also haben sie gesagt, raus mit den Dingen. Gut. Daraufhin haben wir eine einstweilige Anordnung beantragt beim Bundesverfassungsgericht. Daraufhin hat das Bundesverfassungsgericht Fragen an den Vermittlungsausschuss gestellt, sodass die wussten, aha, die schieben uns die rein. Daraufhin haben sie gesagt, naja gut, sie nehmen uns freiwillig rein. Braucht keine einstweilige Anordnung. Na, haben wir uns gefreut, aber immer müssen wir den Weg über das Bundesverfassungsgericht gehen. Ja, die anderen kriegen das ja selbstverständlich. Wir müssen immer diesen Umweg gehen. Waren wir in der Arbeitsgruppe drin? Die hat getagt bis zum 19. Januar, glaube ich. Und dann haben sie die nicht mehr tagen lassen. Die gab es gar nicht mehr.
Dann hat Beck und so zu anderen Gremien aufgerufen und dann haben die sich in unserem Wohnzimmer getroffen, wieder ohne die Linke. Die haben die Arbeitsgruppe nur unseretwegen aufgegeben. Nur unseretwegen. So, dann hatten sie einen unechten Kompromiss, der hielt nicht und der Bundesrat rief mit den Stimmen von Brandenburg und Berlin, also auch mit unseren Stimmen, wiederum den Vermittlungsausschuss an. Und am Sonntag, im Februar, an einem Sonntag, erfuhren sie das Ergebnis. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Vermittlungsausschuss noch nie getagt. Der hatte noch nie getagt nach der Anrufung. Das heißt, Beck hat in einem illegalen, so muss ich das nennen, Kungel, in einer illegalen Kungelrunde alles festgemacht. Und jede Zeitung geht davon aus, zu Recht, das ist es. Dann tagt ja der Vermittlungsausschuss, dann erst tagte er danach, aber er hatte ja nicht dieses komische Gremium einberufen. Und natürlich konnte er es letztlich nur noch abnicken. Der Bundestag nickt es ab, der Bundesrat nickt es ab. So wird Politik gemacht. Nicht in den Gremien, die dafür vorgesehen sind nach dem Grundgesetz, sondern in anderen Gremien. Das kenne ich aus vielen Jahrzehnten. Ich kann nur sagen, das ist ein ganz gefährlicher Weg. Den dürfen wir nicht zulassen. Deshalb müssen wir das täglich kritisieren, auch immer wieder das Bundesverfassungsgericht anrufen, um das Grundgesetz zu schützen. Ich sage es, wie es ist. Dieses Bundesamt vom Verfassungsschutz hat auch keine Ahnung vom Grundgesetz. Die muss ich auch noch unterrichten. Und abgesehen davon müssten sie sich wirklich um die Regierung kümmern und nicht um uns. Wir, die Linke, sind eine Bereicherung der Demokratie in Deutschland. Klaus hat ausreichend begründet, weshalb die Sätze bei Hartz IV grundgesetzwidrig sind. Ich möchte nur noch auf Folgendes hinweisen. Es ist auch wichtig, dass man das verbreitet. Also, insgesamt muss für die 5 Euro mehr und dann für die 3 Euro, die die SPD in einem Jahr wert ist, und dann für das Bildungspaket müssen ausgegeben werden ca. 5 Milliarden Euro. Das wird ja nun als gewaltige Leistung dargestellt. Was die Bundesregierung nicht erwähnt, ist die Tatsache, dass sie beschlossen hat, bei Hartz IV die Leistung um 14,2 Milliarden bis 2014 zu kürzen. Das heißt, alle sogenannten zusätzlichen Leistungen für Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger bezahlen sie selbst. Und zwar durch Streichung des Elterngeldes, dadurch, dass für sie kein Rentenversicherungsbeitrag mehr bezahlt wird, was übrigens die gesetzlichen Rentenkassen natürlich schröpft, und dadurch, dass die sogenannten Qualifizierungs- und Trainingsmaßnahmen abgebaut werden. Da sagt Frau Merkel, keine Kürzung bei Bildung, und bei Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern machen sie nichts anderes als eine Kürzung von Bildung. Und da nehme ich nur ein Beispiel. Das ganze Bildungspaket kostet 500 Millionen Euro. Und der Staat gewinnt Einnahmen von 500 Millionen Euro dadurch, dass er das Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger streicht. Das heißt, die Kinder und Eltern von bei Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern bezahlen das Bildungspaket selbst. So sieht es aus. Es wird nicht ein zusätzlicher Euro aus Steuermitteln für Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger ausgegeben. Und was er richtig sagt, das Ziel ist natürlich auch die Senkung von Löhnen. Jetzt sage ich mal ein Argument, was die in den internen Runden sagen, aber nicht, wenn es laut wird. Wenn sie den Regelsatz stärker erhöhten, hätten sie natürlich mehr Aufstockerinnen und Aufstocker. Ist ja ganz klar. Dann müssen sie ja dort noch mehr bezahlen. Und deshalb sage ich noch einmal, wir sagen immer, wir wollen eine sanktionsfreie Grundsicherung, die ein Leben in Würde ermöglicht. So verlangt es nämlich auch der Artikel 1 des Grundgesetzes. Und auch wir sind für ein Abstandsgebot und deshalb brauchen wir einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, damit jemand, der Vollzeit arbeitet, natürlich mehr bekommt als einer, der eine Transferleistung bekommt. Das ist doch völlig selbstverständlich. Deshalb gehört für uns beides zusammen. Und ich sage hier nochmal, ab 1. Mai haben wir Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Polen und so weiter. Ich habe nichts dagegen. Aber auch für Sie muss es doch hier einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn geben. Ich möchte nicht, dass Sie in Wohnwagen gefercht werden und zu ausbeuterischen Löhnen hier arbeiten. Und dann kommen natürlich mir die deutschen Bauarbeiter und sagen, die nehmen mir den Arbeitsplatz weg und ich kann für den Lohn nicht arbeiten, dann kann ich ja nicht mal die Miete bezahlen. Und dann entsteht neuer Rassismus und neue Ausländerfeindlichkeit. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht gebrauchen können. Und schon deshalb brauchen wir den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn.
Und die Gesundheitsreform von SPD und Grünen und wie sie fortgesetzt waren, waren genauso katastrophal. Klaus hat darüber gesprochen, ich lasse das jetzt aus. Ich sage nur, auch die Zuzahlung für Arzneimittel und die Praxisgebühr müssen gestrichen werden. Man muss sowas immer konkret erleben. Bei mir saß eben im Anwaltsbüro damals jemand, der hatte richtig Fieber. Dann habe ich gesagt, Sie müssen zum Arzt gehen. Das war aber so der 27. Juni. Da sagt er, nee, erst am 1. Juli, um einmal die 10 Euro zu sparen. Na gut, ich habe sie ihm dann gegeben. Aber wie oft passiert das? Und also ich finde das wirklich ein Unding. Einfach ein Unding. Und das wieder, auch das wieder, also widerspricht unserem Grundgesetz. Und ich finde das völlig richtig. Ich habe das ja dem Kauder erklärt, da war er sauer. Ich verstehe gar nicht, warum. Also ich habe... Das ist der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU im Deutschen Bundestag. Ich will ja bloß sagen, was Klaus gesagt hat, wir brauchen, übrigens gibt es das in anderen EU-Ländern, wir brauchen, übrigens gibt es in den anderen EU-Ländern ja auch einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, in 20 EU-Ländern. Und wir haben in den meisten EU-Ländern nur eine gesetzliche Krankenversicherung. Die ist für alle zuständig. Und dann kann man sich zusätzlich privat versichern. Aber die Art der Medikamente, wann ich einen Termin bekomme, welchen Arzt ich bekomme, das hängt überhaupt nicht davon ab. Und dann habe ich immer gesagt, bin ich für eine zusätzliche private Versicherung, wo man zum Beispiel bestellen kann Einzelzimmer. Das will ich auch erklären. Wenn ich zeitgleich mit Kauder krank werden würde. Ja, entschuldigen Sie. Jetzt geht es mal um mein Schicksal. Und wir kämen beide ins Krankenhaus. Und man würde uns in ein Zimmer legen. Dann wird er nie gesund. Und das könnte ich wiederum nicht vertreten. Und deshalb sage ich, also dann würde ich mir doch ein Einzelzimmer legen. Also brauchen wir eine solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung. Und natürlich müssen wir eine Altersarmut verhindern. Natürlich brauchen wir eine andere gesetzliche Rente. Klaus hat alles gesagt, was man zur Demografie sagen muss und zur Entwicklung der Produktivität. Ein Bauer versorgt heute 80 Leute. Vor 100 Jahren hat er 8 Leute versorgt. Das ist das entscheidende Kriterium. Alles herausgearbeitet. Aber ich will auf eins hinweisen. Die meisten Frauen und Männer gehen ja heute frühzeitig in Rente. Und zwar bei den Männern im Schnitt sind es 33 Monate, die sie früher in Rente gehen. Das Ergebnis ist, dass sie pro Monat 127,44 Euro Rente weniger bekommen. Bei den Frauen, die gehen 44 Monate früher in Rente, das bedeutet im Schnitt ein Minus von 105,35 Euro. Die Grundsicherungsniveau liegt bei 676 Euro, obwohl auch keiner genau weiß, wie man davon leben soll. Aber selbst wenn, viele erreichen das gar nicht mehr. Unsere Forderungen sind ganz klar. Wir wollen wieder die alte Rentenformel haben, damit das Ziel nicht 40% des Einkommens ist, sondern 60% des Einkommens als Rente. Und wir wollen, dass endlich alle mit Einkommen einzahlen müssen. Auch sozusagen Rechtsanwälte, auch Bundestagsabgeordnete, alle mit Einkommen, auch Selbstständige müssen einzahlen. Und das Dritte ist... dass wir sagen, wir wollen die Beitragsbemessungsgrenze aufgeben, dann müsste eben ein neuer Ackermann muss dann eben von seinem ganzen Einkommen einen Prozentsatz bezahlen. Und der damit verbundene Rentenanstieg ist abzuflachen. Ich würde ja auch gerne sagen, wir machen eine Höchstrente, aber ich kenne unser Bundesverfassungsgericht, da würden Sie sagen, nein, höherer Beitrag muss auch zu höherer Rente führen. Aber Sie erlauben, dass man den Anstieg abflacht, weil es ja eine solidarische Versicherung ist. Und dann würde endlich mal in Deutschland ein Schweizer Grundsatz gelten. In der Schweiz sagt man nämlich, es ist wahr, der Millionär braucht keine gesetzliche Rente, aber die gesetzliche Rentenversicherung braucht den Millionär. Das ist richtig und genau das müssen wir durchsetzen. Und lasst mich nur noch sagen, also per 31.12.2008 lag das durchschnittliche Renteneintrittsalter bei 60,5 Jahren. Jetzt erhöhen die schrittweise, Schritt für Schritt auf 67 Jahre. Und dann hat ja Müntefering mal gesagt, das setzt natürlich voraus, dass die Älteren auch entsprechend beschäftigt sind. Jetzt sage ich Ihnen was, nur die Zahlen. Von den 63- bis 64-Jährigen sind heute also richtig beschäftigt in einem Vollzeitarbeitsplatz 8,3% der Männer und 3,4% der Frauen. Und denen sagen die, arbeitet doch mal den anderen 2 Jahre länger, weil ihr immer älter werdet. Absurd. Und das macht die SPD mit. Und damit ist sie nicht sozialdemokratisch. Und deshalb ist es so wichtig, dass es uns gibt. Wir drücken denen so auf die Hühneraugen, bis es schmerzt, damit sie endlich sich wieder resozialdemokratisieren.
Und noch etwas, auch wieder immer das Internationale, der EU-Vergleich. Also in Norwegen gibt es Rente ab 65 und zwar mindestens eine Grundrente von 1.000 Euro. Also davon können wir ja bloß träumen. In Frankreich gibt es Rente ab 65, aber wenn du 40 Beitragsjahre hast, kriegst du Rente schon ab 60. Jetzt versucht Frankreich es aber zu verlängern, wie wir wissen, weil sie auf Merkel hören. Ich hoffe, dass Sarkozy deshalb abgewählt wird. In Finnland gibt es Rente ab 63 und wer länger arbeitet, bezieht eine höhere Rente. In Italien gibt es für Frauen Rente ab 60, für Männer Rente ab 65. Und in Schweden gibt es Rente ab 61 und wer länger arbeitet, kriegt wiederum Zuschläge. Auch alles interessant. Über Steuergerechtigkeit wurde viel gesagt. Aber ich will es noch einmal deutlich sagen, wir wollen auch entlasten. Wir wollen zum Beispiel für die Gaststätten, für das Handwerk, für Kinderprodukte, also Kinderkleidung und so weiter, und für Arzneimittel, die verschreibungspflichtig sind, nur eine Mehrwertsteuer von 7%. Wir wollen zum Beispiel, dass sich das Handwerk lohnt, damit Reparatur auch aus ökologischen Gründen den Vorrang hat gegenüber der Neuanschaffung. Also hier sind wir Steuersenker. Und wir sagen auch, wir wollen einen höheren Freibetrag bei der Einkommensteuer und den Steuerbauch, von dem Klaus gesprochen hat, den wollen wir beseitigen. Hier sind wir auch Steuersenker. Aber das bezahlen wir natürlich darüber, dass wir Steuergerechtigkeit herstellen. Das heißt, wenigstens wieder 25% Körperschaftssteuer, natürlich eine Millionärssteuer, also eine Vermögenssteuer und natürlich einen höheren Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer. Und was ich vorhin erzählt habe, ja, die Deutsche Bank muss auf einen Kaufpreis dann auch wieder eine Steuer bezahlen. Also, da haben wir vielfältige Vorschläge. Wenn wir nur den Durchschnitt der alten 15 EU-Mitgliedsländer haben, die haben nämlich eine Steuerquote von 40%, und wir von 35%. Wenn wir nur diesen Durchschnitt hätten, nehmen wir pro Jahr 160 Milliarden Euro mehr ein und könnten alles finanzieren, was wir vorschlagen. Weil die immer sagen, wir bauen Traumschlösser. Nein, das ist real. Aber wer soziale Gerechtigkeit will, muss auch Steuergerechtigkeit wollen. Und wer keine Steuergerechtigkeit will, der will auch keine soziale Gerechtigkeit. So einfach ist es. Und das müssen wir deutlich machen. Wir sind endlich für eine Beendigung der Umverteilung von unten nach oben. Seit 10 Jahren haben wir dauerhaft eine Umverteilung von unten nach oben. Und das setzt sich nach wie vor fort. Und genau das ist nicht hinnehmbar. Und dann gibt es immer ein wunderbares Argument über Erbschaftssteuern. Ist ja vieles gesagt worden. Bayerische Verfassung, eine fantastische Regelung. Können wir mal vorschlagen fürs Grundgesetz. Aber müsste dann auch praktiziert werden. Aber ich sage nur eins, und da haben Sie sich so geärgert. Es wird immer gesagt, ja, aber die Vermögenden, die gehen ja dann. Ne? Die viel verdienen, die wohnen dann in Österreich. Ne? Ich habe ja gehört, dass Passau doch Schritt für Schritt zu Österreich zugeschlagen werden soll. Die haben auch eine Meise, um das mal klar zu sagen. Also, aber mal abgesehen davon, nein, geht es mir um was ganz anderes. Das Argument kenne ich. Ich kenne einen sehr berühmten Mann, der zum Beispiel gegessen hat bei Stoiber, als er noch Ministerpräsident war. Und um 23.30 Uhr sagte er, er müsse gehen, weil er sonst wieder einen Tag in Deutschland sei. Einen Tag länger, wenn es nach 0 Uhr ist, wenn er die Grenze passiert. Und das wiederum könne er sich nicht leisten. Dabei dachte er an einen berühmten Tennisspieler. Der war ja zu viele Tage in Deutschland und wurde deshalb steuerpflichtig mit allen Folgen. Also, nun bin ich ja nicht Ministerpräsident von Bayern, aber wenn ich es wäre, der hätte von mir nur noch einen Termin um 23.45 Uhr gekriegt. Egal wann, nur noch. Aber mal abgesehen davon, haben wir gesagt, okay, das Problem erkennen wir an, obwohl, als es in Schweden eine Vermögenssteuer gab, sind nicht viele Schweden nach Passau gezogen, nach Berlin auch nicht. Also, die Spinde auch, aber mal abgesehen davon haben wir gesagt, machen wir doch folgendes Recht. Jeder deutsche Staatsangehörige, egal wo er wohnt, muss seine Einkommenssteuerbescheid aus dem Land hier an ein einziges dafür zuständiges Finanzamt schicken und die schauen, ob er in Deutschland hätte mehr bezahlen müssen. Und wenn er in Deutschland hätte mehr bezahlen müssen, kriegt er einen Steuerbescheid über die Differenz. Und die hat er zu überweisen. Punkt. Und ja, das Problem war, sie konnte nicht sagen, dass das sozialistisches Geplänkel ist. Es ist nämlich geltendes US-Recht. Ja, das galt sogar unter Bush, der nun wirklich vieles war, aber kein Linker. Ja, und daraufhin
Sie müssen nämlich Folgendes sehen. Es geht ja um die Prominenten, die Studenten, die müssen also sowieso keine Einkommensteuer bezahlen. Also das muss uns ja gar nicht interessieren. Weil ich es auch leid bin, dass die immer umziehen, um hier einer Steuerpflicht zu entgehen. Warum bleiben die deutschen Staatsangehörige? Aus zwei Gründen. Mag was Emotionales dabei sein, etc., aber es gibt noch etwas anderes. Prominente sind immer in der Gefahr, leichter entführt zu werden als andere. Und dann brauchst du eine Regierung, die bereit ist, das Geld, das gefordert wird, zu bezahlen, um dein Leben zu retten. Ja, passen Sie auf, da bin ich auch, wenn ich Kanzler wäre, würde ich das auch bezahlen, weil Geld ist nie so viel wert wie ein Menschenleben. Punkt. Das ist nicht mein Argument. Aber mein Argument ist, wenn es so ist, und wenn Sie daran appellieren, dass wir Pflichten Ihnen gegenüber haben, dann sage ich, haben Sie auch Pflichten uns gegenüber. In der Regel sind Sie übrigens auch hier subventioniert ausgebildet worden. Und deshalb sage ich, nein, Sie haben auch Steuern zu bezahlen. Das ist nicht hinnehmbar. Als wir dieses Recht vorgeschlagen haben, da antworteten Union, SPD, FDP und Grüne gleich und sagten, das wäre so bürokratisch, deshalb seien sie dagegen. Das halte ich ja im Traum nicht aus. Das ist ein zuständiges Finanzamt, die kriegen das zugeschickt. Das ist das Unbürokratischste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und da kommen die mit so einem blöden Argument, weil sie nicht mal da bereit sind zu kassieren. Und das macht ihre Politik aus und deshalb ist sie auch so sozial unerträglich geworden. Also, ich sage nur, Bildung und Bayern, wer Kinder nach der 4. Klasse trennt, grenzt sozial aus. Das ist das Entscheidende. Deshalb haben wir hier einen völlig anderen Standpunkt. Ich möchte, wir haben 2 Millionen arme Kinder in Deutschland. Ein Skandal für ein Land, das so reich ist wie unseres. Das müssen wir überwinden. Und ich möchte deshalb ein längeres gemeinsames Lernen, damit Kinder viel bessere Chancen bekommen. Kinder sind doch nicht für den sozialen Status ihrer Eltern verantwortlich. Und ich sage immer, bei 2 Neugeborenen liegen schon 1000 Welten zwischen deren Chancen. Nicht mal die FDP kann einem Neugeborenen Leistungsdefizite vorwerfen. Der ist ja gerade erst rausgekommen. Der hat ja noch gar nichts gemacht. Und trotzdem sind die Chancen so extrem ungleich. Das können wir nicht zulassen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Menschen wieder für Politik gewinnen. Mich baut Stuttgart 21 auf. Und zwar baut mich die Gegnerschaft zu Stuttgart 21 deshalb auf, weil es ein rebellischer Zeitgeist ist. Guckt mal, den Leuten wird gesagt, es liegen alle Parlamentsgenehmigungen vor, es liegen alle Behördengenehmigungen vor, es haben alle Gerichtsverfahren stattgefunden. Wenn du das uns Deutschen sagst, ob in Berlin oder München oder Passau oder wo auch immer, auch in Jecking, dann bleiben wir zu Hause. Ja, ihr sagt Jacking, ich sag's Englisch. Also wie dem auch sei. Also. Dann bleiben wir doch zu Hause, weil wir sagen, das ist doch sinnlos, dagegen kann man doch gar nichts mehr unternehmen. Und das Interessante ist doch, dass plötzlich die Menschen in Stuttgart trotzdem auf die Straße gehen. Und zwar der Richter, die Rechtsanwältin, die Apothekerin, die Arbeitnehmerin, der Hartz-IV-Empfänger. Wenn man so will, die gesamte Bevölkerung und sagt, irgendwann haben wir mal im Grundgesetz gelesen, die Macht geht vom Volke aus, nicht von euch. Und jetzt hatten wir, ich meine, wie man auch immer das Ganze bewertet, einen Vermittler zwischen der Regierung und Demonstrantinnen und Demonstranten. Das hat es seit 1949 noch nicht gegeben, dass die Regierung akzeptiert hat, wir brauchen einen Vermittler, wir können gar nicht mehr miteinander reden. So groß ist der Abstand geworden zwischen der Regierung und den Regierten. Durch den Abbau der Demokratie, durch die wachsende soziale Ungerechtigkeit, dadurch auch, dass die ökologische Nachhaltigkeit keineswegs hergestellt wird. Es gibt eine Vielzahl von Gründen. Die Beschneidung von Kultur, die Beschneidung von Bildung. Das alles ist nicht hinnehmbar. Und da entsteht ein rebellischer Zeitgeist. Und wenn der schon die Schwaben erreicht hat, ja, ich bitte Sie, dann muss er doch auch die Bayern und die Berliner endlich erreichen. Und deshalb sage ich, wir haben jetzt wichtige Wahlen. Die erste Wahl ist in Sachsen-Anhalt. Ich würde gerne erleben, dass wir dort stärkste Fraktion werden. Also auf jeden Fall ganz klar abschneiden. Die SPD versucht dort die Wählerinnen und Wähler zu erpressen und sagt, mach die kleiner als uns, dann regieren wir, sonst sind wir beleidigt und rennen wieder zur Union. Wählerinnen und Wähler dürfen sich niemals erpressen lassen. Das ist ein zusätzlicher Grund, die Linke und nichts anderes zu wählen in Sachsen-Anhalt. Und
Und dann kommt Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Mein Gott, was glauben Sie, wie Mappus aussieht, wenn wir da einziehen? Und Baden-Württemberg hat für Merkel in etwa die Bedeutung wie NRW damals für Schröder. Und wenn wir nicht einziehen, behält Mappus höchstwahrscheinlich seine Mehrheit. Aber wenn wir einziehen, verliert er sie. Wir sind die Stellschraube gegen Mappus. Ich meine, das macht uns jetzt im Augenblick ein bisschen gefährlich aus seiner Sicht. Entsprechend werden wir behandelt. Aber das halten wir ja durch. Und deshalb sage ich denen in Baden-Württemberg, ja, ihr müsst für Veränderung sorgen. Endlich nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland mal eine Landesregierung, die nicht von der CDU gestellt wird in Baden-Württemberg. Zu Bayern komme ich gleich noch. Ich will nur sagen, das wäre doch ein Ereignis und es bringt Frau Merkel ins Schwanken. Es lässt die Verhältnisse in Berlin tanzen. Ja, wer sich langweilen soll, der muss uns nicht wählen. Aber wer Spannung haben will und soziale und friedenspolitische Auseinandersetzung, der muss uns wählen. Und dasselbe gilt natürlich für Rheinland-Pfalz, weil der Beck schläft ja ein, wenn wir da nicht mal ein bisschen Leben in die Bude bringen. Und außerdem ist der Beck mitschuld an all den Türöffnungen zum Sozialabbau, die ich genannt habe. Auch deshalb ist es dort eine richtige und wichtige Entscheidung. So, und dann kommt später noch Bremen. Da sind wir ja drin. Da möchte ich gerne, dass wir sehr gut bestätigt werden. Dann kommt Mecklenburg-Vorpommern, wo Sie jetzt plötzlich festgestellt haben, seitdem wir nicht mehr mitregieren, geht es Ihnen doch deutlich schlechter. Ich hoffe, dass das einen Aufschwung gibt. Und dann wünsche ich mir auch eine sehr gute Bestätigung in Berlin. Und jetzt hört man, dass NRW noch dazukommen soll. Also ich bitte Sie, Frau Kraft, ich habe wirklich genug in dem Jahr zu tun. Also, aber na schön, wenn es denn sein muss, stehen wir das auch noch durch, kann ich nur sagen. Aber NRW ist sehr groß, hat viele Einwohnerinnen und Einwohner, genauso viel wie alle neuen Bundesländer zusammen. Tja, und 2013 wollte ich ja nur sagen, wählen wir nicht nur den Bundestag, sondern auch den Landtag von Bayern. Und es könnte wirklich sein, dass es der letzte Landtag ist, in dem wir noch nicht drin sind. Aber Bayern ist toll. Könnte sein, wenn wir in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg einziehen. Ja, und das ist natürlich überhaupt nicht hinnehmbar. Aber der Letzte kann auch immer der Beste werden. Und deshalb sage ich, dann müssen hier in Bayern sozusagen beginnt ein Stückchen eine neue Zeit, in dem die Linken Mitglied des Landtags werden. Und ich verspreche Ihnen, dann ist was los im Landtag, dann ist was los in der Politik und in den Medien, sage ich. Dann haben Sie endlich mehr zu schreiben. Das ist doch so langweilig. Sie sind doch fast immer einer Meinung. Dann kommen wir dazu. Dann ist mal was los. In dem Sinne, bis zum nächsten Jahr. Danke.